Wir haben eine One Lane Bridge. Ja, hier ist ein Fluss. Es gibt nur eine Spur. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Derby. Genau. Wir fahren heute nach Derby. Das ist auf jeden Fall ein Gefängnisbaum, Baobab Prison Tree nennt sich das Ding, ne? Ja, genau. Da haben die früher die Aboriginals eingesperrt auf dem Weg ins Hauptgefängnis, wo sie den hin transportiert haben. Ja, und dieser Baum ist 1500 Jahre alt, also ganz schön dick. Früher konnte man rein, aber die Leute haben da irgendwelche Inschriften angefangen reinzumachen, deshalb haben sie es abgesperrt. Ja, aber doch ganz interessant, ne? Ja, auch zur Information, wie man gerade sieht, da ist auch so ein Baobab-Baum. Hier in Derby in Umgebung gibt es ganz viele Baobab-Bäume. Manche sind jünger, manche sind älter. Und auch einmal im Jahr befindet sich hier ein Baobab-Festival. Am Ende der Welt. Ja, wir sind in Derby. Das ist diese Jetty. Genau, die einzige Sehenswürdigkeit des Ortes außer dem Baobab-Tree, den wir eben schon gesehen haben. Na gut, es gibt auch so ein Museum wegen Geschichte, aber eigentlich hier gibt es gar nichts. Genau. Also man muss hier nicht zwingend herfahren, außer man möchte einen kurzen Zwischenstopp machen, um halt weiterzufahren nach Norden. Problematik, es sind ungefähr 40 Kilometer hin und wieder 40 Kilometer zurück. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau. So. Also die Baobab-Bäume hier gibt es überall. Es gibt sogar eine ganze Allee, wenn man das so sagt, mit Baobab-Bäumen. Bäumen, ja. Jede Menge. Ja, aber leider außerdem gibt es nicht mehr so viel zu sehen. Also lohnt sich gar nicht eigentlich nach hier zu kommen.